Olympischer Medaillenbesuch im Verlagshaus der Kieler Nachrichten. Geschäftsführer Sven Fricke freute sich über ein Trikot der Segler Thomas Plößl und Erik Heil. Die Sportler hatten in Rio de Janeiro die Bronzemedaille im 49er geholt. Seit 2012 bereits werden sie von den Kieler Nachrichten unterstützt. Welche Bedeutung hat das eigentlich für Sie? Für uns ist es erstmal kein reiner Sponsor, es ist ein Partner. Wir nennen es gerne Partner, weil er uns nicht nur unterstützt rein finanziell für unsere Kampagne, sondern bietet uns auch Möglichkeiten der Weiterbildung, Möglichkeiten von Zukunftsperspektiven. Ich bin sehr stolz, dass ich für Deutschland und auch für Kiel hier bei Olympia dabei sein durfte und diese Belohnung für uns alle holen konnte. Der Moment auf dem Podium war für uns eigentlich der ergreifendste. Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge da am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach, weil da sozusagen der Schmerz, die Freude und alle Emotionen von 8 Jahren extrem harter Arbeit zusammenkamen und das so eben die Belohnung war, die wir uns da abgeholt haben. Wir wurden hier in Deutschland an allen Orten, wo wir uns zu Hause fühlen, also das ist natürlich Berlin als irgendwie unsere Heimat, aber vor allem hier in Kiel mit der ganzen Segelgemeinde, weil Kiel auch wirklich als Sailing City diesen Spirit lebt und ich wurde auch danach in den Straßen ab und zu angesprochen, wie cool das alles ist, was wir geschafft haben. Das ist richtig schön, das zu merken und zu merken, wie die Freude auch teilbar ist und die Medaille teilbar ist.